Servus, ich bin's wieder, der Master. Und heute gibt's ein Review. Zur Verfügung gestellt von bigadi.de. Und ich hoffe, ihr habt Spaß in diesem Video. Jo, und das Ganze befindet sich noch in der Schachtel. Wir haben das, wie gesagt, von bigadi bestellt. Vielen Dank an bigadi.de, dass dieser Airsoft zur Verfügung gestellt wird. Ja, natürlich auch noch ein kleines Ersatzmagazin. Die Rechnung und, so wie immer, Gummibärchen. Und dann diese Pistole. Ja, wie man hier schön sehen kann, handelt es sich um die Heckler & Koch HK45. Das ist eine CO2-betriebene Airsoft-Pistole. Ja, so sieht die Verpackung aus. Hat man hier noch Warnhinweise und Details. Details werde ich noch später sagen. Im Lieferumfang befindet sich nur die Pistole selber und ein Magazin. Sonst wird nichts mitgeliefert, aber ja, da braucht man eigentlich sonst nichts. Bedienungsanleitung ist leider auch keine dabei, könnte dabei sein, aber diese Pistole ist sowieso sehr einfach gehalten. Fange gleich an mit den verarbeiteten Materialien. Und zwar besteht das Magazin aus Metall und Kunststoff. Da ist, wie man sieht, ich glaube, das sieht man sogar, dass der untere Teil aus Kunststoff besteht und der restliche Teil ist komplett aus Metall gefertigt. Markings werde ich später noch sagen. Und ja, Funktionen gibt es hier auch noch, dass man diesen Kunststoffteil von dem dünnen Magazinstück abschrauben kann. Gut, ja. Sonst gibt es über das Magazin nicht sehr viel zu sagen. Über die Pistole selber. Der Innenlauf besteht aus Metall, sowie die meisten Innereien davon. Und ja, Schlitten besteht aus Metall. Ist aus Metall gefertigt. Da sieht man gleich, dass das Hülsenauswurffenster nicht offen ist. Denn diese Pistole hat kein Blowback, sprich ein Non-Blowback. Das heißt, bei jedem Schuss fährt der Schlitten nicht zurück, sondern bleibt in diesem Zustand. Ja, der Unterteil besteht größtenteils aus Kunststoff. Die wichtigsten Teile sowie Abzug ist natürlich auch aus Metall gefertigt. Der Magazin-Auswurfhebel, der von beiden Seiten bedienbar ist, besteht auch aus Kunststoff. Hier den Schlittenfanghebel, der lässt sich nicht bedienen, ist zwar angedeutet, aber der sitzt fest, besteht auch aus Kunststoff. Und hier diese Sicherung, dieser Hebel besteht ebenfalls aus Kunststoff. Gut, ja, das war es eigentlich mit den verarbeiteten Materialien. Jetzt werde ich übergehen zu den Markings. Markings befinden sich einige, denn dies ist ein Nachbau von der Heckler & Koch HK45. Am Magazin befindet sich hier einmal 6 mm, das ist in dem Metall eingegossen. An der Rückseite steht hier Made in Taiwan. Sonst hat man da keine Markings. Und an der Pistole hat man hier, das ist an beiden Seiten, dieses HK45, was, wie schon gesagt, für Heckler & Koch steht. Am Schlitten oben hat man hier beim Hülsenauswurf HK45 Kaliber 6 mm BB und das FM5-Eck. Dann hat man hier noch am Body Heckler & Koch Germany stehen. An der gegenüberliegenden Seite steht hier nochmal HK45. Und hier ist noch ein Sticker, wo drauf steht Energie maximal 2 Joule. Hier unten hat man noch so eine Seriennummer, glaube ich, ist es.
Und ja, sonst hat man hier noch bei der Visiereinrichtung diese weißen Punkte, damit das Visieren einfacher ist. Sonst hat man da keine weiteren Markings. Ja. Ja, was für Funktionen bietet diese Airsoft? Diese Airsoft ist eigentlich ziemlich simpel gehalten, ohne großen Aufwand. Das System ist CO2, sprich man muss so CO2-Kapseln verwenden. Und wie man diese hier einsetzt, das werde ich jetzt zeigen. Beim Griffstück hinten gibt es hier dieses Fach. Das kann man ganz einfach öffnen. Und da muss man dann die CO2-Kapsel reingeben. Wie man hier schön sehen kann, bestehen diese Innereien aus Metall. Und somit ist das Ganze eigentlich ziemlich stabil und massiv. Hier unten ist dann dieses Rädchen, um diese CO2-Kapsel anzustechen. Das ist ein bisschen eine fummelige Arbeit. Aber das werde ich jetzt auch gleich demonstrieren. Ja, und zwar zum Einsetzen nehmen wir ganz einfach diese CO2-Kapsel mit der spitzen Seite nach oben, setzt die da ein und dann muss man am Magazinboden diese CO2-Kapsel einfach anstechen. Und dazu ist jetzt dieser Griff hier, dieses Rad. Das muss man so lange drehen, bis es zisch macht und die CO2-Kapsel angestochen ist. Ja, und dann wäre diese Pistole schon schussbereit. Ja, hier hat man diese Sicherung. Wenn diese Sicherung oben ist, dann ist diese Airsoft gesichert. Man kann den Abzug zwar durchdrücken, jedoch passiert dann nichts. Also das ist eine Sicherung, wenn man diese hier nach unten gibt, da hat man diesen Hebel, dann kann man den Abzug betätigen. Und wie man hört, wäre diese Airsoft dann funktionstüchtig, wenn sich eine volle CO2-Kapsel in der Airsoft befinden würde. Gut, was gibt es sonst noch für Funktionen? Den Magazin-Auswurf-Knopf, den kann man von beiden Seiten bedienen. Ist auch sehr praktisch für Links- oder Rechtshändler. Ja, das Magazin flutscht ziemlich schnell heraus, da muss man aufpassen. Gut, ja, Magazin befüllen ist auch ziemlich cool, denn diese Feder hier muss man runternehmen und dann hat man hier ein Loch. Dann hat man hier ein Loch, wo man die BBs mit dem Speedloader ganz einfach einfüllen kann. Dann sieht man hier diese BBs angereiht. Und hier unten kann man auch noch diese Feder einhängen, damit man dieses Teil nicht die ganze Zeit halten muss. Jo. Sonst ist das Magazin eigentlich auch sehr einfach gehalten. Es ist zwar ein dünnes Magazin, aber das macht ja nichts. Ja, sonst hat man eigentlich keine weiteren Funktionen. Es befindet sich kein Gewinde vorne. Das heißt, es lässt sich auch leider kein Schalldämpfer montieren. Was ich an negativen Punkt finde, ist, dass man hier Löcher von Schrauben hat. Es ist etwas unschön und zeigt, dass das ja, ein bisschen eine günstigere Pistole ist. Ja. Unten hat man hier noch eine RS-Schiene, da kann man verschiedene ja, Laser oder Lichter montieren, wenn das natürlich erlaubt ist. Sonst gibt es nicht sehr viel zu sagen von dieser Airsoft, weil eigentlich nichts Besonderes dran ist. Aber die Verarbeitung an sich ist nicht schlecht, also ja,
liegt auch sehr gut in der Hand, macht so einen sehr stabilen und guten Eindruck. Ja, sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich kann das dann beantworten. Schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei, da gibt es wieder Fotos von dieser Airsoft, genauso wie von allen anderen Airsofts. Und lasst ein Like da, abonniert uns bitte und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!